Freunde, komm, wir fangen mal an. Jetzt geht es um ein sehr geiles Tier, welches natürlich zu meinen Lieblingstieren gehört. Es ist der größte Knochenfisch der Welt. Er wird im Durchmesser über 3 Meter groß, über 1 Tonne schwer, legt die meisten Eier von allen Wirbeltieren im Tierreich, hat die zweitdickste Haut und ist einfach ein geiler Typ. Mola Mola, der Mondfisch. Aber heute nicht Mola Mola, sondern ein anderer Mondfisch. Und jetzt wird es nämlich interessant, weil viele von euch wussten nicht, dass es mehrere Mondfische gibt. Das habe ich vielleicht am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt, dass das ja nicht jeder immer wissen kann. Und ich habe immer gedacht, okay, das wisst ihr, dass Mola Mola eine Art ist, aber es gibt tatsächlich 5 verschiedene Arten. Und jetzt kam es nämlich zu einer sehr, sehr coolen Geschichte, die wir mal ganz kurz so ein bisschen bearbeiten wollen. Und zwar Coca-Cola, ja, Coca-Cola statt Mola Mola. Nee, pass auf. Also, wir sind, ich muss mal ganz kurz uns verorten, über welches Gebiet wir gleich reden. Also, wir sind auf der Erde. Ha! Und guckt mal, wir gehen hier von Portugal einfach 1400 und ein paar zerquetschte Kilometer westlich raus in den Atlantik auf den mittelozeanischen Rücken. Das heißt, das größte Grabensystem und Rückensystem, was wir auf unserem Planeten haben. Das zieht sich einmal komplett um den Erdball. Guckt mal, hier oben seht ihr das auch. Bei Island zum Beispiel guckt das raus, zieht sich durch den kompletten Atlantik. An manchen Stellen guckt es eben raus, wie zum Beispiel auf den Azoren. Ihr müsst euch das so vorstellen, gehen die beiden Erdplatten auseinander und ganz viel Lava, Magma, Material kommt nach oben, bildet riesige Rücken, die sind teilweise 3 Kilometer hoch. Aber der Atlantik wird immer größer, weil er da auseinander geht, ja? So, während der Pazifik schrumpft, der wird immer kleiner. Vielleicht sind wir irgendwann am Atlantik die Rekordhalter mit dem größten Meer. So, jedenfalls auf diesem mittelozeanischen Rücken liegen die Azoren. Ihr wisst, ich bin großer Azoren-Fan, ich habe da lange selber gelebt, immer wieder Expeditionen dorthin gemacht und wir reden jetzt über eine Insel und zwar diese hier, Faial. Ich habe lange, guck mal, hier gelebt, in Maddalena, auf der Insel Pico. Da war ich auch mit Dr. Meinecke. Serie ist im Schnitt, kommt. So, und jetzt hier drüben gibt es einen Hafen, einen internationalen Seefahrerhafen in Horta, weil ihr müsst euch überlegen, das ist so eine Inselgruppe im absoluten Nowhere. Ne? Wenn ihr den Atlantik überquert, was ihr ja regelmäßig macht, alle, dann fahrt ihr hier irgendwo los und wollt hier rüber irgendwo in die Karibik zum Beispiel und dann macht man hier auf den Azoren eigentlich so das letzte Mal halt. So, und vor dieser Insel Faial, das war das längste Intro der Welt. Vor dieser Insel Faial ist ein sehr geiles Gewässer. Also ich mag das persönlich dort sehr, den Atlantik, weil der sehr facettenreich ist. Der ist im Sommer 24 Grad warm, der ist Open Blue, 50 Meter Sichtweite, Weite, Blauhaie, Buckelwale, Pottwale, Walhaie, alles Mögliche schwimmt da so rum. Und jetzt wurde dort ein Tier angespült. Das ist schon ein bisschen der Hammerweg. Also ihr habt es jetzt verortet, ihr wisst, wo wir sind, ne? Atlantik, Portugal. Und jetzt wurde ein Tier angespült. Guckt euch das an. Super, super geil. Und zwar ein Mondfisch. Und der hat einen Weltrekord gebrochen. Guckt mal die News. 14.10. Wir gehen uns das mal ganz kurz durch. Mondfische sind ziemlich bizarre Meeresbewohner. Nun wurde ein besonderes Exemplar an einen Strand geschwemmt mit beeindruckendem Gewicht. Leute, also beeindruckendes Gewicht wäre für mich ein Tausi, ne? Ein 1000-Kilo-Fisch ist schon echt ein gewaltiges Lebewesen. So. Aber Mondfische sind unförmig und schwer. Wie viel dieses Tier wiegt, ist unbekannt. Ein Artgenosse brach allerdings den Rekord für Knochenfisch. Das hier ist er schon mal nicht. Vor den deutschen Küsten tauchen Mondfische oder Molas. Also Molas nennt die keiner, ja? Wenn, dann heißen die Mola Mola. Auf Englisch übrigens Sunfish. Wir haben schon mal ein Mondfisch-Video gemacht, insgesamt. Das müsst ihr euch mal angucken. Da ging es aber, glaube ich, auch um Zoos und Aquarien. Irgendwo habe ich das in meiner YouTube-Karriere schon mal gemacht. Auch wenn es zum Beispiel 2015 vereinzelte Sichtungen in der Ostsee gab. Ja, zu meiner Zeit, in der ich an der Ostsee auch schon studiert habe, gab es in meinen 6 Jahren Studium, gab es 2 Mondfischanlandungen, glaube ich, in Kalifornien, Brasilien, also oben rechts, Kielerförde. Nicht wundern, Kalifornien, Brasilien sind Orte in der Nähe von Kiel. Und da lagen Mondfische am Strand. Einen davon hat sogar ein Kumpel für mich gefunden. So, und diese Tiere sind einfach wirklich groß. Ich habe schon gesagt, der größte Knochenfisch. Also es gibt ja Haie, das sind Knorpelfische. Da wäre der größte dann zum Beispiel Riesenhai, Walhai und so weiter. Ne? Das sind diese ganzen großen Tiere. Der größte von denen ist der Walhai mit über 14 Meter. Aber bei den Knochenfischen, das heißt alles, was ja, da draußen rumschwimmt, vom großen Marlin bis zum, keine Ahnung, Mahi-Mahi oder whatever, von all diesen knochigen Fischen, die ein richtiges, echtes, verknöchertes Skelett haben, ist der Mondfisch the shit, the biggest.
So, und ein besonders großes und schweres Exemplar trieb im Dezember vor der Azoreninsel Faial und trägt nun offiziell den Titel des schwersten bekannten Knochenfisches der Erde. Das berichten José Nuno Gomes Pereira von der Atlantic Natural Association Portugals und sein Team im Journal of Fish Biology. Da kann man auch immer mal reingucken, wenn es um Fische geht. Das ist ein sehr gutes Journal. Leute, und jetzt kommt nämlich das Krasse. 3,5 Meter lang, ja, also ich habe ja gesagt, bis 3 Meter am Durchmesser. 3,5 Meter lang und dann ja auch hoch und tief, also Wahnsinnstier. 2744 Kilogramm. Also check this. Das ist wirklich absolut enorm. Der im Fischreich bislang nur von Knorpelfischen wie dem Walhai übertroffen wird. Ja, es gibt keinen schweren Knochenfisch. Diese mehr als doppelt so langen Giganten können bis zu 20 Tonnen wiegen. Die Walhai, naja, ein bisschen weniger. So, das hier beschriebene Exemplar der Art Mola alexandrini. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich auch eben hinaus will. Wir reden nicht über Mola Mola, das ist der typische Mondfisch, der Common Mondfisch, der euch bekannt ist, ne, den alle immer kennen. Das ist der Mondfisch, um den es geht, der Mondfisch, der in Aquarien gehalten wird, sondern wir reden über Mola alexandrini. Der größte bislang bekannte Artgenosse, 1996 Kamogawa, Japan, war nur 2300 Kilogramm schwer. Okay, und daneben der Mola Mola, den wir alle gut kennen, 1320, was ja auch schon riesig ist. Guckt euch diesen Fisch an. Wunderschön. Hier in diesem Hafenbecken habe ich auch schon ganz oft gestanden. Das ist in Horta, Faial. Und da ist er. 2744 Kilo, 3,25 Meter, Mola alexandrini. Und witzigerweise, wir Deutschen nennen den ja Mondfisch und im Englischen heißt das Sunfish. Aber international bei den Tauchern sagt man eigentlich immer Mola Mola oder unter Meeresbiologen sowieso. Es hat sich so eingebürgert und so ist es. Geiles Vieh, oder was? Oder wie? Da ist er auch nochmal, da seht ihr den bei Alexander Kottrschall. Schwierig auszusprechender Name, aber da könnt ihr nochmal ein paar Bilder finden. Und es gibt sogar natürlich gleich eine Veröffentlichung darüber. Hier könnt ihr es sehen. Könnt ihr euch auch runterladen, onlinelibrary.wiley.com. Problem ist nur, man muss für diese PDFs leider immer zahlen. Ihr seht schon, ne, 48 Stunden Zugang, $12 habe ich mir mal gespart, weil das Wichtigste wissen wir ja jetzt. Das ist aus dem Journal der Fish Biology. Und dann kann man nochmal nachgucken, dass es offiziell bestätigt ist, dass dieses eben ein Weltrekord ist. Ich hätte da auch mal eine Veröffentlichung fast gehabt für die schwerste Chimäre, die weltweit je gefunden wurde, die ich gefunden habe. Und mich dann gestritten habe mit einem Kumpel von mir aus Schottland, wer die schwerere gefunden hat. Und wir haben es leider nicht veröffentlicht. Und somit bleibt uns der Ruhm aller Meeresbiologen verwehrt. Anyway, ihr wisst es, der Ruhm auf YouTube ist mir viel wichtiger. Wer hat den schwersten? Ich verfalle in alte Methodiken zurück. So, jetzt will ich mit euch nochmal diese Mondfisch-Thematik durchgehen. Nehmt Wikipedia nicht als Primärquelle, das wissen wir alle, das muss ich hier glaube ich nicht sagen, aber um einen Überblick zu kriegen, für die meisten Sachen ist es glaube ich schon mal ganz okay. Guck mal, ich packe mich mal hier rechts unten in die Ecke. Es geht um Mondfische auf Wikipedia. Mondfische, auch Klumpfische genannt, so nennt die keiner, ja, sind eine Familie in der Ordnung der Kugelfischverwandten. Tetraodontiformes, das finde ich immer geil, dass er wirklich mit Kugelfischen verwandt ist, aber ich finde, man sieht es eigentlich auch. 5 Arten, 3 Gattungen. Wer nicht weiß, was Gattungen sind, der kann sich ganz einfach merken, Scofka, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. Ihr seht das hier drüben auch, das gibt so ein bisschen einen Überblick, ne, da sind, ist Ordnung und Familie auch dabei. Scofka, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. Gattung und Art zusammen ist die binäre Nomenklatur, der lateinische Name für diese Fische, Mola Mola, also Gattungsname Mola, Artname Mola. So, und jetzt gibt es aber 5 verschiedene Arten, guckt mal hier, Masturus lanceolatus, ist ein abgefahrener Typ, sieht aber auch geil aus, wie ich finde, ist ein schöner Mondfisch, Spitzschwanz-Mondfisch auf Deutsch. Dann haben wir unseren Mola alexandrini, auch hier mit Begleiterfischen, kleine Pilotfische, die haben die Blauhaie auch immer. Müsst ihr euch mal reinziehen, Mola alexandrini. Dann haben wir unseren typischen Mola Mola. Das ist doch im Aquarium fotografiert, oder was? Ah ja, wer weiß. Dann haben wir Mola tecta, über den weiß ich gar nichts. Gemäßigte Meeresgebiete der südlichen Erdhalbkugel. Über den weiß ich wirklich nichts. Der sieht natürlich sehr schön aus. Sind das die, die da in Sulawesi und so mal rumschwimmen? Und ein ganz krasser Typ ist hier er. Alter, was ist eigentlich los? Der würde auch in so ein tropisches Riff-Aquarium passen. Nicht. Spaß. Aber das ist, über den weiß ich auch nichts. Das ist ein krasser Typ, ey. Ransania laevis, der schlanke Sonnenfisch. Im westlichen und östlichen Atlantik und östlichen Pazifik. Okay. So, jetzt gehen wir doch aber mal rein in Mola alexandrini, nämlich der schwerste jemals jetzt gefundene.
Eine selten und wenig bekannte Art der Mondfische, Molide. Das Verbreitungsgebiet der Art ist ungenau bekannt. Das ist bei vielen Tieren so. Und das Krasse ist, es ist ja ein riesiges Tier. Und man denkt, der müsste ständig überall auftauchen. Und ständig wird er irgendwo gesehen. Und über die größten Leute auf unserem Planeten ist immer so wenig bekannt. Ne? Krass. Fänge liegen aus dem Mittelmeer, von der Küste Japans, aus dem südwestlichen Pazifik, Australien, Neuseeland, östlichen Pazifik, Indischen Ozean und so weiter vor. Tropische gemäßigte Meere scheint wärmebedürftiger zu sein als Mola Mola. Denn Mola Mola, unseren richtigen Mondfisch, den finden wir auch immer wieder England, Nordsee. Irgendwo fummelt er da überall rum, aber Mola Alexandrini scheint es wärmeliebender zu wollen. Oder wer ist ein wärmeliebhabendereres Tier? So. Hashtag Klimawandel klärt, denn auf den Azoren werden immer mehr wärmeliebende Tiere gesehen. Als ich da gelebt habe, wann waren das? 2019, 11, 12? Sowas in der Drehe. Gab es dort Walhaie vielleicht einmal im Jahr. Jetzt regelmäßig, teilweise wochenlang. Die kommen mit dem wärmeren Wasser immer weiter nördlich. Vielleicht auch Mola Alexandrini. Da hätte ich dann auch mal eine Chance, so einzusehen. Hätte ich ultra Bock drauf. Noch nie gesehen. So, was wissen wir noch über die? Die obere Körperhälfte sind alle Flossen ungewöhnlich dunkelgrau, bla bla. Masse 2,7 Tonnen. Ist schon ein ganz schön großer Fisch, würde ich mal sagen. Wenn man sich die Bilder anguckt, ist das ein echt krasser Typ. Ah, hier haben wir nochmal die 5 Arten. Sehr schön, guckt euch das auch an. Witzig finde ich immer noch, das kann man nochmal zeigen, ist die Larve von Mondfischen. Das finde ich immer ganz geil, dass sie so abgefahren anfangen. Wenn man das in der Planktonprobe drin hat, so eine Larve vom Mondfisch, finde ich immer sehr, sehr speziell. Und denkt dran, das ist das Wirbeltier mit den meisten Nachkommen auf der Erde. Der kann über 3 Millionen Eier am Tag legen. Das schafft kein anderer Fisch, kein anderes Tier. Stopp, ich revidiere, anderes Tier. Korallen als Gesamtheit können auch mehr Eier loslassen und so. Aber von einem einzelnen Wirbeltier, sowohl Land als auch unter Wasser, ist das der Rekordhalter in Bezug auf Nachkommenschaft. Natürlich schaffen das nicht alle, die wenigsten kommen durch, deswegen macht er so viel. Spannend bei Mondfischen finde ich auch noch, dass sie die zweitdickste Haut im Tierreich haben. Wer hat die dickste unter den Fischen? Na, wer weiß es? Komm, mein Chat. Ihr seid doch schon ausgebildete Meeresbiologen. Ja, Walhai. Ole Lockenfitz. Gut gemacht. Sehr schön. Kriegst heute eine 1 im Chat. Hier die Seite finde ich ganz geil. Oceansunfish.org. Da werden die einzelnen Arten auch nochmal beschrieben. Das finde ich ganz, ganz spannend. Hier sieht man dieses schöne Foto. Das mag ich ganz gerne. Und witzig finde ich immer, wenn ich mich über Fische informiere oder mal was über die lese, dann gucke ich mir auch immer an, wie diese Tiere in anderen Ländern heißen. Das heißt, wenn ich dann mal vor Ort bin, dass ich auch selbst wenn ich die Sprache nicht spreche, nach dem Tier fragen kann. Also zum Beispiel ein Hai ist ein Tubarau oder Tiburon, jetzt Hai im Allgemeinen oder so. Und dann gibt es hier so eine Seite, die kennt ihr bestimmt auch schon, ne? Fishbase.de ist eine sehr, sehr gute Seite. Die wurde, glaube ich, damals von Rainer Fröse mitentwickelt, meinem ehemaligen Fischbio-Prof an der Uni Kiel. Der hat die, glaube ich, mitentwickelt. Das kam so auf, als ich damals da war. Und da kann man die Common Names of Mola Mola, also den normalen Sunfish oder Mondfisch, in allen Ländern mit Dialekt sehen. Und das finde ich tatsächlich ganz geil. In Dänemark heißt er Almindelig Klumpfisk oder nur Klumpfisk. In den Netherlands Manfisch. Sri Lanka Giant Sunfish. Sierra Leone Headfish. Mola Ocean Sunfish in Mexiko. Moonfish, Sierra Leone. Ocean Sunfish auf Kuba. Da sind geile Sachen dabei. Luna in Italien. Okay, was haben wir noch? Pescebala, Italien. Das finde ich immer ganz witzig. Hier, wer Chinesisch kann, kann sich das auch mal durchlesen. Also, kleines Gimmick, aber auf Fishbase kann man sich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut über Fische informieren. Und ich finde es immer spannend, ich recherchiere manchmal für Vorträge, für Schulen oder wenn ich Bücher schreibe, wenn ich dann so alte Bilder sehe, wie die früher schon solche riesen Brocken aus dem Ozean gezogen haben. Und ich meine, das sind gestandene Männer, Leute. Das sind, ich weiß nicht, wie groß der durchschnittliche Mann ist, 1,75 vielleicht, 75 Kilo. Das sind ja alles Winzlinge im Vergleich zu so einem riesigen, riesigen Mondfisch. Finde ich schon sehr, sehr spannend. So, hier gibt es auch nochmal einen National Geographic Artikel. Giant Sunfish sets new record for world largest bony fish. 6.000 Pounds. Found death of the Azores. Schade, dass solche Tiere tot gefunden werden. Nur so kann man den Rekord aber auch bestimmen, weil es ist natürlich, wenn du den als Taucher siehst, relativ schwierig, das Gewicht abzuschätzen. Aber auch da gibt es Methodiken in der Fischereibiologie. Wenn du eine Länge hast, aufgrund von Längen, Gewichtsverhältnissen,
die bekannt sind, eine Schätzung abzugeben, wie schwer dieses Tier ungefähr ist. Also das geht schon. Und mit genügend Erfahrung kann man schon den ungefähr einordnen. Guck mal, 9. Dezember 2021. Gomez Pereira was responding to a call as part of his marine biology work with the Azores Marine Strandings Network and the Atlantic Naturalist Association, a non-governmental organization. Also wirst angerufen, ey, da liegt was am Strand. Die Frage ist, ist er eines natürlichen Todes gestorben? Die können über 100 Jahre alt werden. Oder hat ihn jemand weggesnackt, also angefressen, getötet? Wer könnte dem gefährlich werden? Orcas, Seelöwen, Seelöwen gibt es nicht auf Fayal, keine Robben, Haie, wirklich nur große weiße Haie, sowas zum Beispiel. Es gibt ein Bild, glaube ich, irgendwo von einem, das muss Kalifornien sein oder so, würde ich sagen. Kalifornischer Seelöwe-Weibchen und Mola mit abgebissenem Körperteil, also der beißt da so rein. Ein ziemlich krasses Bild. Also lest euch den National Geographic-Artikel nochmal durch. Und es gibt tatsächlich ein Video, was ich auf YouTube gefunden habe, von der Atlantic Naturalist Association. The giant sunfish Mola alexandrini was discovered on Fayal Island in the Azores Archipelago in the North Atlantic. Bla bla bla. 3,59 Meter hoch, 3,25 Meter lang, 2744 Kilo. Komm, wir gucken mal rein. Mal gucken, was die uns zu sagen haben. Vielleicht haben wir da noch mal ein bisschen Bewegtbild über den größten Knochenfisch-Rekordhalter der Erde aktuell. Gucken wir mal. Alter, sofort stopp. Kenne ich da irgendjemanden? Nee. Aber in diesem Hafen war ich schon sehr. Leute, fällt euch mal bitte auf, was das für ein großer Fisch ist. Jetzt will ich mal gucken, sieht man irgendwelche Verletzungen irgendwo? Also nur mal, dass ihr es einordnen könnt, ne? Das Maul hier. Augenhöhle, Augenhöhle. Was hat er hier? Das ist eine Verletzung, weiß ich nicht. Das ist Brustflosse. Hier die beiden Paddel. Riesenbiest. Alter Schwede, ey. Boah, hier sieht man mal, wie groß der ist. Ich meine, da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Leute und sind nebeneinander so lang wie der Mondfisch. Das ist schon. Ihr fragt gerade, kann der gefährlich werden? Nicht für euch. Der Mondfisch frisst am liebsten Quallen und am liebsten giftige Quallen, wie zum Beispiel portugiesische Galeere, Physalis, eine der giftigen Staatsquallen, die ja kein Einzelorganismus sind, sondern staatenbildende Tiere, erkläre ich euch mal in einem anderen Video, ist ein ziemlich cooler Fakt. Sehr giftig, Menschen können dran sterben und der snackt die einfach weg, habe ich auch selbst schon beobachtet, wie die wegsnacken, ausspucken, wegsnacken, ausspucken, wegsnacken, ausspucken. Warum die das machen, kann ich euch nicht sagen. Aber auch deswegen haben sie unter anderem so eine dicke Haut, damit die Nesselzellen der giftigen Nahrung ihnen quasi nichts anheben kann. So, ist der Fisch quasi ungenießbar? Mir ist nicht bekannt, ob irgendwer gezielt Molas fängt und isst, außer Tiere. Ich weiß nur, dass Teile von Mondfischen natürlich in der traditionellen chinesischen Medizin verbraucht werden. Aber es ist kein Speisefisch. Gut, okay, jetzt wollen wir aber das Video gucken. Sorry, ich verquatsch mich schon wieder. Este monstro marinho tem. Dr. Zenuno, okay, ich habe euch deutschen Untertitel schon angemacht. Das ist der Hafen von Horta. Ja. 3,25 Meter comprimento. Peixe Lua. Portugiesischer Begriff. Giant Sunfish, okay. E, portanto, é praticamente o recorde mundial. A rede de arrojamento está. Ah, hier macht man natürlich gleich eine Sektion. Das heißt, ihr seht hier auch, wie dick die Haut ist, ne? Ich meine mich erinnern zu können, bei Mondfischen um und bei 12 cm, was ungefähr so groß ist. Das weiß ich sehr genau, ja? 12 cm Haut, ey, alter Schwede. E os biólogos vão tentar agora manobrá-lo para pesá-lo, para obter dados que são importantes para conhecer a biologia desta espécie, considerada em extinção. Sieht halt einfach nicht aus wie ein Fisch, sondern wie ein riesen Eisklumpen-Alien-Dreckstein. Es ist einer der abgefahrensten Fische der Welt und sicherlich einer der spannendsten und interessantesten. Und manchmal, ich finde das immer so cool, ich habe die schon im Ozean gesehen, wenn die, also die schwimmen quasi so, ne, bup, 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 durch den Ozean. Und manchmal legen die sich auf die Seite an der Oberfläche und dann kommen Vögel und landen auf denen und picken denen die Parasiten weg. So lassen die sich cleanen. Die brauchen keine Cleaning Station. Das machen sie auch. Unter Wasser, an Riffen, aber sie lassen sich auch von Seevögeln reinigen. Es ist echt in Wahnsinnstier. alguns locais do mundo. An einigen Orten der Welt als bedrohte Art gilt. Ja.
Alto, Belly, ey. Ich komme immer noch nicht klar. Also, es ist halt einfach ein Fisch. Das muss euch. Sieht man jetzt hier schwierig, ne? Aber es ist wirklich ein, jetzt kein Biest, aber es ist einfach ein Riesenbiest. Was für ein Kavenzmann. Junge, Junge. Ich sehe das Video übrigens auch gerade zum ersten Mal. Also für mich ist das ja auch krass. Und jetzt ab auf den größten Grill der Welt, oder was? Übrigens, in diesem Hafen habe ich früher immer fotografiert, wie die Haie abgeladen werden und die ganzen Flossen in den Container geladen werden. Das findet hier drüben statt. Da, heute auch immer noch. Estamos na Ilha do Faial e a rede de arrojamento de cetáceos dos Açores. Boah, also den siehst du auf jeden Fall, wenn du eine Whale-Watching-Tour machst. Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Video, ich habe ein riesiges Seeungeheuer gefunden. Das war auch da, die größte Chimäre der Welt. Hey! Ich habe immerhin den Weltrekord für die größte Chimäre der Welt auch da gefunden. Aber das ist natürlich kein Vergleich für diesen riesigen Mundfisch. Nada pela drama. Coordenou aqui os Krass. trabalhos de recuperação deste monstro e o que permitiu aos investigadores recolherem a. Boah, hier sieht man es mal. Seht ihr, wie dick die Haut ist? Dem kann quasi keiner was anhaben, so ungefähr, ne? Und ihr seht auch schon, wie bei Ingrid und mir und den Orcas. Schneidest du nicht einfach durch? Das ist nicht weich und wabbelig. Das ist richtig fest. Das ist ja fast wie Blubber von Walen, ne? Und dann ist für mich immer super spannend, hier eine Mageninhaltsanalyse zu machen. Bloß du wirst vermutlich nicht wirklich viel finden, weil er halt Quallen frisst. Da wird jetzt in der Mageninhaltsanalyse echt nicht viel zu sehen sein, würde ich sagen. Und es sind ja Arten, die Mondfische, die zirkumglobal vorkommen. Das heißt echt, die findet ihr in eigentlich fast jedem Meer. Was mir jetzt einfällt, überall gibt es Mondfische. Außer in antarktischen Meeren, da ist es zu kalt, in der Arktis auch nicht. Aber zirkumglobal, so ein Band, bis in welche Höhen werden die wohl vorkommen? Also die sind auch schon in Norwegen angespült worden. Island weiß ich nicht. Und unten, Südafrika auf jeden Fall, Neuseeland, also überall. Nordsee auch, ja. Gibt es denn Informationen zur Haupttodesursache? Hat das einer von euch mitgekriegt? Oder schreibt es mal in die Kommentare, wenn da irgendwas bekannt ist, weil ich weiß nicht, woran er gestorben ist. Ich könnte mir vorstellen, eines natürlichen Vorgangs, weil man sieht jetzt hier so tatsächlich keine Wunden oder irgendwas, aber spannend. Also wenn es was gibt, schreibt es bitte unten rein oder schickt es mir, weil daran wäre ich sehr interessiert. Es gibt mehr Möglichkeiten. Mit großer Wahrscheinlichkeit für eine große Depression auf der vorderen rechten Seite des Kopfes. Das ist hier falsch übersetzt, sicherlich eine Einbuchtung, eine Beule, irgendwas. Ah, da ist einer aus Bali. Guck mal, hier mit dem Wimpelfisch. Schön was Tropisches. Lebt im oberen Teil der Wassersäule. Das würde ich so nicht unterschreiben. Man müsste jetzt dem Mola Mola, man hat auch früher gesagt, Orcas sind Offshore-Tiere, dabei sind sie Küstentiere, müsste man dem Mondfisch einen Sender anhängen und gucken. Ich weiß nicht, ob es dazu Informationen gibt, weiß ich nicht, wie tief der tatsächlich vorkommt. Tieftauchrekord eines Mondfisches. Und dann auch nicht eines Mondfisches, sondern einer der fünf Arten von Mondfischen. Er sieht schon geil aus. Also ich finde es schon, es braucht man als Tattoo einfach. Punkt. Boah, im Vergleich, ich verdecke es gerade, sorry. Im Vergleich zum Taucher auch. Was er hier gerade sagt, dass er mit einer ordentlichen Geschwindigkeit schwimmen kann, das kann ich bestätigen. Ich habe ja selber mal zwei Mola Molas gehabt im Aquarium, gekauft in Portugal, Stückpreis 10.000 Euro, easy. Und wenn die nicht wollten, dass ich ihn fange, weil wir ihn wieder sauber machen mussten, weil ihn die Flossen abgefault sind, ist ein anderes Thema, aber habe ich schon mal in einem Video behandelt. Alter, dann sind die durchs Becken gezischt mit ihren Flossen. Ich kann euch jetzt keine KMH-Zahl nennen, aber ich würde mal schätzen, also die sind locker abgepäst, hinten in die Rückwand gedergelt, haben sich da den Kopf angestoßen. Schätzungsweise sowas wie 20 km/h. Unter Wasser ist das wirklich schnell. Man denkt, die driften einfach nur. Nein, die können richtig Gas geben. Das hat er hier gerade gesagt, das ist ein schöner Fakt. Alimentando-se de organismos com tão pouca valor calórico.
Hat er auch nochmal gesagt, ne? Also von galertartigen Lebewesen, das heißt Staatsquallen, normale Quallen, alles, was da draußen so galertmäßig rumfliegelt, Rippenquallen, keine Ahnung. Und du musst natürlich auch eine ganze Menge davon fressen, weil die haben ja ein Wassergehalt von, keine Ahnung, 97%. Und da Energie rauszuziehen, Wahnsinn, krass. Pena, na verdade, encontrarmos um animal nestas condições. No entanto, os riscos de incidentes aumentam ao longo da vida. Was haben sie damit gemacht? Eingegraben hier in Horta. Ich weiß auch ganz genau, wo es ist. Einmal über den Berg, links drunten. Guck mal, hier fährt man an der Bucht hier hinten immer vorbei. Hier bin ich mit dem Gemeinecke hinten zum Tauchen gefahren. Okay, da liegt er jetzt eingegraben. Ey, da, aber warte mal. Nee, das Skelett hat man doch bestimmt rauspräpariert oder was? Seid ihr verrückt? Den hätte ich aber mal in einen Ameisenhaufen gelegt und dann hätten die sich darum gekümmert und nach, keine Ahnung, nach einem Jahr hätte ich den rausgeholt und nur noch die geilen Knochen gehabt, ey. Was ist los? Não deixa de ser um orgulho para a região dos Açores avistar animais no auge da sua Sehe ich hier bei mir im Hintergrund so ein riesiges Mondfischskelett? Hätte ich Bock. longevidade. Aber ihr habt es gesehen, ne? Ein Wahnsinnstier. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt von diesem unfassbar krassen Rekordhalter. Es ist immer wieder spannend, so sich diesen meeresbiologischen Themen zuzuwenden und zu sehen, was da draußen eben so abgeht, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, und das finde ich eine total schöne Vorstellung, dass wir noch super viel rausfinden können übers Meer, dass da noch ganz viele unbekannte Kreaturen rumschwimmen, unterschiedlichster Größen und dass wir unbedingt aufs Meer aufpassen müssen, bevor das alles verschwindet und wir es vielleicht gar nicht mitkriegen und gar nicht sehen. Und dass man ständig auch noch was Neues dazulernen kann. Und der schönste Gedanke, manchmal denke ich daran, wenn ich im Bett liege und die Augen zumache und nicht pennen kann, stelle ich mir immer vor, was gerade draußen im Ozean so abgeht. Weil da ist man ja dann nicht, da ist ja dann auch dunkel. Aber die Tiere sind ja trotzdem irgendwie aktiv und machen irgendwas. Und mit so einer Gedankenspirale kann man dann übrigens sehr schlecht einschlafen, weil es super interessant und spannend ist. Aber Herr Götte, dann muss man sich halt vorstellen, was die. Ich würde gerne mal wissen, was Blauhaie nachts so treiben auf Banco Condor. Was machen die denn wohl?